Ich geb dir Halt für alle Tage. Ich geb dir alles, was du in mir siehst. Ich geb dir den Traum und all das Wahre, so wie du immer neue Hoffnung in mich trägst. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute Abend hier am Marktbrunnen, in der wunderschönen Innenstadt von Winnenden. Wir haben heute einen ganz besonderen Tag, so einen kleinen Höhepunkt, 15. Kunsttreff am Marktbrunnen. Wir haben einen weiteren Mitstreiter gefunden oder Mitstreiterin gefunden vom Kunsttreff, die Petra Rennings. Die Petra Rennings wird Sie dann nachher durch den Abend führen. Ja, heute Abend ist es nochmal, ich meine, es ist jedes Mal was Besonderes, aber heute ist es nochmal was ganz Besonderes. Wir haben Chris Vinsum aus München zu Gast mit seinem Pianisten Klaus Döbrig. Und er ist deshalb was Besonderes auch, weil er die Slackline dabei hat. Ihr seht es schon da hinten, das ist dieses Gummiband, das da gespannt ist. Nach dem Hinknien kommen dann solche Tricks, dass man eben hinkniet, das Bein nach vorne nimmt, die Hand ablegt, sich mal auf die Slackline hinlegt, man entspannt. Hängematten-Variante quasi. Ja, das ist die Koala-Bär-Pose. Man kann für Freunde der Meditation auch solche Posen einnehmen. Nehme ich jetzt mal ab. So. Und die Meditation ist ja nur das eine. Ich bin eher so ein Freund von Action. Da kann man auch in Breakdance reingehen. So. Jump. So. Nicht schlecht. Wie man hört, an meinem Atem ist es anstrengend. Also falls wir Lehrer hier haben, ich würde sagen, dass wir die Schulklassen enorm motivieren, wenn wir uns sowas anschaffen. Mit Sicherheit. Wow. Oh, ein spektakulärer Abgang, der war so nicht geplant. Alles okay, Chris? Gut, damit wäre der Teil ja mal beendet. Dass mich alle sehen, stehe ich jetzt mal kurz hier oben auf dem Heiligen Brunnen. Wie man sehen kann, entsteht auf so einer Slackline eine enorme Kraft. Die Herren, die das heute aufgebaut haben, die haben gedacht, das hält. Und ich habe eigentlich auch gedacht, das hält, weil das ist schon ein massiver Balken. Ganz wichtig ist, das Slackline an sich ist nicht gefährlich. Was ich jetzt gemacht habe, ist etwas, was man lernt nach 6, 7, 8 Jahren. Vielleicht ein Begabter nach 5. Das heißt, das normale Slackline für die Familien, für Kinder, ist unheimlich sicher. Die Sachen sind alle TÜV geprüft. Man spannt das Ding auch so nah über dem Boden, dass man nicht aufdotzt auf dem Boden, aber jederzeit schön drunter springt, wenn es eng wird. Richtig, darum geht's. Tag und jede Stunde. Mein eigener Weg hat nur Erinnerungswert. Und jeder, der mich kennt, der sagt mir: Chris, du hast den Himmel längst gefunden. Jedem einzelnen Blick steckt viel mehr als man denkt. Doch die Einsicht ist, was mich erdrückt. Nein, die Einsicht macht mich verrückt. Du nimmst mir den Atem und du nimmst mir die Sicht. Ich kann nicht mehr sehen, wer ich bin. Und wenn ich lass mich hier liegen und den Schatten zum Fraß, bis wir uns irgendwann wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Der Kunsttreff lebt davon, dass Sie kommen. Auch in der Ferienzeit. Wir wollen verlässlich sein. Jeden Freitagabend das durchführen bis einschließlich 1.10. Dann machen wir eine Winterpause. Ja. Kunsttreff am Marktbrunnen lebt davon, von Ihnen, lebt von den Künstlern, Künstler hier aus unserer Stadt, aber auch von weiters her, den Chris Vinsum haben wir gefunden, wie, ich weiß auch nicht, Jungfrau zum Kind, er war aber schon mal da, das stimmt nicht ganz, er war schon mal da, Aktionsbündnis hat er in der Schranne schon gespielt, war schon sensationell heute Abend auch, wir werden auch noch wunderschöne Sachen hören. Ja, vielen Dank, dass du da bist oder ihr beide da seid. Dankeschön.
viel zu grell und unsere Herzen schlagen schnell, schnell. Keiner sieht den anderen, doch jeder sieht sich selbst. Lauf jetzt fort, fort von dir. Geh deinen Weg, ich geh den anderen, wohin wir nun auch wandern. Reise stehen wir. Gibt uns immer wieder Anlass, hinter die Spiegel zu sehen. Mir scheint es meistens wie ein Wunder, dass wir beide uns kennen. Wir tragen Bilder dieser Liebe in der Hand. Sie trägt uns fort, so weit sie kann. Auch der Zins. Wer glaubt, dass er das hier versteht, verliert, weil niemand was gewinnt. Wir halten fest an diese Stimme, die in unseren Herzen brennt. Ich weiß, wir stehen nie allein, solange das Band der Worte hält. Ich will nicht mehr als euch bewegen, yeah, 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 damit die große träge Masse endlich schwingt. Heute Abend hat richtig viel geschwungen hier in Winnenden. Ihr wart's toll. Wir waren Chris Finz und Klaus Doppig aus München. Vielen, vielen Dank.